Ihr Essay beschäftigt sich mit Vermutungen. Wofür argumentieren Sie in dem Text? Mein Essay ist ein Lob der Vermutung, und zwar ein Lob der Vermutung als ein Mittel in der Krisenkommunikation in der Corona-Pandemie. Man liest ja manchmal Sachen wie Krisen brauchen klare Ansagen, und das könnte man vielleicht so interpretieren, dass Behauptungen gefordert sind und nicht vorsichtigere Äußerungen wie Vermutungen. Beispielsweise können wir uns zurückversetzen, Anfang 2020, in den Frühling, da war noch unklar, wie wirksam Masken sind. Und als Virologe oder als Politikerin habe ich dann die Wahl, stelle ich eine Behauptung auf, indem ich sage, Masken helfen im Kampf gegen das Virus, oder ich vermute, sage so etwas wie, Masken helfen vermutlich oder vielleicht oder womöglich im Kampf gegen das Virus. Und ich möchte jetzt mit den Mitteln der Sprechakttheorie zeigen, dass Vermutungen auch gerade für solche Äußerungen in solchen Fällen richtig und wichtig sind. Die Sprechakttheorie, das ist ein Untergebiet der Sprachphilosophie. Da geht es um die Frage, was für Handlungen vollziehen wir eigentlich, wenn wir Sprache verwenden. Zu diesen Handlungen gehören eben Behauptungen, Vermutungen. Und ich denke, dass wenn man sich genauer anschaut, wie Behauptungen und Vermutungen funktionieren, was da vor sich geht, dass sich Vermutungen eigentlich als sehr gutes Mittel der Kommunikation in der Corona-Pandemie herausstellen. Und als ein Teil meines Textes gehe ich auf zwei Einwände ein, die man gegen Vermutungen vorbringen könnte. Einerseits, dass sie unklar sind in irgendeiner Art. Andererseits, dass man sich damit aus der Verantwortung stehlen kann, dass man nicht genug Verantwortung übernimmt. Und ich versuche zu zeigen, dass diese beiden Einwände unbegründet sind. Worin unterscheiden sich Vermutungen und Behauptungen denn überhaupt? Ja, zunächst sind Vermutungen und Behauptungen einander eigentlich ziemlich ähnlich. Das sind beides Sprechakte, mit denen wir sagen wollen, wie sich etwas verhält, wie die Dinge sind. Deswegen können wir auch sowohl Vermutungen als auch Behauptungen hinsichtlich ihrer Wahrheit oder Falschheit beurteilen. Wir können also gucken, war das eine wahre Vermutung oder eine falsche Vermutung. Das können wir nicht bei anderen Sprechakten, zum Beispiel bei einem Versprechen oder bei einer Anweisung. Da geht es nicht darum zu sagen, wie sich Dinge verhalten, sondern um andere Aspekte. Deswegen können wir sagen, Versprechen war aufrichtig oder unaufrichtig, aber nicht, dass es wahr oder falsch war. Aber wenn wir uns dann innerhalb dieser Klasse von Sprechakten, bei denen es um Wahrheit geht im weitesten Sinne, wenn wir uns das genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass Vermutungen irgendwie schwächer sind als Behauptungen. Wir haben Behauptungen, da wird ein bestimmter Inhalt vorgebracht. Und mit Vermutungen, so sage ich zumindest im Essay, kann genau derselbe Inhalt vorgebracht werden, aber eben auf eine schwächere Art und Weise. Und das führt auch dazu, dass wir in unterschiedlichen Situationen gerechtfertigt sind, Behauptungen oder Vermutungen vorzubringen. Wenn ich mir sicher bin, wenn ich etwas weiß, dann kann ich dazu eine Behauptung aufstellen. Wenn ich mir unsicher bin, wenn es irgendwie auch Gründe gibt, die gegen den Inhalt der Vermutung sprechen oder des Sprechers sprechen, dann sollte ich eben eher eine Vermutung wählen. Also gibt es einen Unterschied in den Situationen, in denen wir die jeweiligen Sprechakte wählen können, und vielleicht damit zusammenhängt auch ein Unterschied in den Begründungen, die wir für die verschiedenen Sprechakte liefern müssen. Eine Sorge, die man mit Blick auf Vermutungen haben könnte, ist, dass sie unklarer sind als etwa Behauptungen. Warum sind sie das denn nicht? Ja, dieser Einwand, der liegt vielleicht nahe, wenn man wieder so den Slogan in den Blick nimmt, Krisen brauchen klare Ansagen. Es hört sich so an, als ob bestimmte Ansagen, vielleicht Vermutungen, nicht klar genug sind. Und das kann man auf unterschiedliche Arten ausbuchstabieren. Ich schaue mir im Essay dazu drei Möglichkeiten an und möchte jetzt hier mal auf eine dieser Möglichkeiten eingehen. Und zwar die Möglichkeit, dass Vermutungen irgendwie einen unklaren Inhalt haben und deswegen vermieden werden sollten. Und ich versuche zu zeigen, dass Vermutungen und Behauptungen sich hinsichtlich des Inhalts gar nicht unterscheiden müssen. Das sind zwei unterschiedlich starke Sprechakte. Aber das heißt nicht, dass der Inhalt anders ist, sondern nur die Art, in der ein bestimmter Inhalt vorgebracht wird, unterschiedlich stark vorgebracht wird. Wenn wir wieder zurückgehen zu dem Beispiel der Maskenpflicht. Wir haben einerseits die Behauptung, Masken helfen beim Kampf gegen das Virus. Und dann haben wir andererseits eine Vermutung, sowas wie, ich vermute, dass Masken beim Kampf gegen das Virus helfen. Ich würde jetzt sagen, dass der Inhalt dieser beiden Äußerungen genau gleich ist und der Unterschied eben nur in der Stärke liegt, in der dieser Inhalt vorgebracht wird. Einerseits irgendwie auf eine besonders sichere Art, andererseits eine vorsichtigere Art. Und wenn das tatsächlich stimmt, dass Inhalte von Behauptungen auch Inhalte von Vermutungen sein können und umgekehrt, dann besteht gar kein Grund anzunehmen, dass Vermutungen besonders unklare Inhalte haben,
sind schließlich dieselben Inhalte wie von Behauptungen. In Ihrem Essay geht es außerdem um das Verhältnis von Vermutungen und Verantwortung. Was ist hier Ihr Punkt? Der zweite Vorwurf besagt ja, dass Vermutungen es erlauben, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Das wäre ein ziemlich gravierender Vorwurf in der derzeitigen Situation, da Krisen gerade erfordern, dass Leute Verantwortung übernehmen. Und auf den ersten Blick scheint er vielleicht auch berechtigt. Es ist nicht selten so, dass jemand eine Vermutung aufstellt und dann kritisiert wird und darauf dann reagiert, indem er sagt, ich habe ja nur eine Vermutung aufgestellt, es war nicht eine Behauptung. Außerdem kann man den Vorwurf, glaube ich, auch substanziieren, wenn man sich die Sprachphilosophie anschaut oder die Sprechakttheorie. Da heißt es manchmal, Behauptungen sind diejenigen Äußerungen, mit denen wir eine Verteidigungsverantwortung übernehmen. Und das legt den Schluss nahe, dass andere Äußerungen nicht solche sind, mit denen wir eine Verteidigungsverantwortung übernehmen, zum Beispiel Vermutungen. Und ich versuche zu zeigen, dass das nicht stimmt, dass also Behauptungen und Vermutungen gemeinsam haben, dass man damit eine Verteidigungsverantwortung übernimmt und dass der Unterschied darin besteht, wie stark die Verteidigung ist, die man liefern können muss. Gehen wir nochmal zum Beispiel zurück mit den Masken. Wenn ich eine Behauptung aufstelle, dass Masken im Kampf gegen das Virus helfen, dann muss ich ziemlich gute Gründe haben, die dafür sprechen. Dann muss ich vielleicht sogar Wissen haben. Wenn ich hingegen vermute, dass Masken im Kampf gegen das Virus helfen, dann muss ich das nicht unbedingt wissen, aber ich muss trotzdem Gründe haben, die dafür sprechen, dass es zumindest wahrscheinlich ist, dass Masken im Kampf gegen das Virus helfen. Und ich glaube, das kann sogar zeigen, warum Vermutungen gerade besonders hilfreich sind in einer Situation wie der derzeitigen, in der wir uns über vieles unsicher sind. Häufig fehlen uns die Gründe, die eine Behauptung rechtfertigen würden. Aber wir haben dennoch Gründe, die eine Vermutung rechtfertigen. Und dann ist die Vermutung einfach der bessere, der passendere Sprechakt.